Hallo liebe Freunde, ich habe heute ein Thema für Führungskräfte mitgebracht, ein richtiges Leadership-Thema, denn eine entscheidende Frage, die sich jedem Networker stellt, insbesondere denen, die schon Führungskräfte sind, ist ja immer wieder die, wie dupliziere ich die Dinge ins Team, wie dupliziere ich den Erfolg ins Team, wie bringe ich meine Partner, meine Mitarbeiter, meine Teampartner dazu, es auch zu tun. Und wie ihr wisst, da gibt es natürlich immer zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich ordne es an und sage, hey, mach doch auch mal das. Und die andere Möglichkeit ist die, dass ich es vormache. Und um ehrlich zu sein, wissen tut das mittlerweile jeder. Jeder weiß, hey, du musst Vorbild sein. Hey, du musst es vormachen. Was es aber im Tagesgeschäft bedeutet, sozusagen den Fokus oder die Aufmerksamkeit immer wieder bei sich selbst zu haben, was das Vormachen betrifft, die Dimension ist nur wenigen geläufig. Ich möchte das mal anhand von dem Beispiel erklären, was mir jetzt recht nahe liegt oder was mir auch recht leicht fällt, das zu erklären. Und zwar geht es ja um das Thema Direktkontakte, Direktansprache. Viele von euch wissen, dass das mein oder unser Weg war, immer wieder neue Geschäftspartner auch für unseren eigenen Vertrieb in der Vergangenheit zu finden. Und dann ist das auch das Thema gewesen, mit dem wir sozusagen mit den ersten Seminaren durchgestartet sind. Und auch da stellte sich natürlich immer wieder die Frage von Seminarteilnehmern, ja, aber wie bringe ich denn das ganze Thema jetzt ins Team? Ist denn dieser Direktkontakt überhaupt erlernbar? Und ich kann mich selber noch gut erinnern, dass ich hin und wieder mal die Situation hatte, dass ich auch Führungskräfte hatte, die mir das ganze Thema nahebringen wollten, die mir das Ganze beibringen wollten und die dann zu mir sagten, komm, wir gehen jetzt mal raus, Tobi, und wir machen mal Kontakt jetzt. Ich bringe dir das bei. Und ich weiß noch selber, was mich damals für ein Gefühl sozusagen befallen hat. Irgendwie, und da können wir ruhig offen sprechen heute, war das immer so ein bisschen mit einem Bauchkribbeln verbunden. Da war immer so ein bisschen Unmut dabei. Und immer, wenn ich dann sozusagen mit den Kollegen oder Kolleginnen losgegangen bin, war ich dann in der zweiten Reihe in diesem Beobachtungsstatus und habe geschaut, was macht er oder sie jetzt? Wie spricht er jemanden an? Was sagt er demjenigen? Und ich wusste natürlich dann auch irgendwie, dass ich das lernen sollte und hatte irgendwie dann auch so ein bisschen Befindlichkeitsstörung oder ich hatte gar Angst, dass ich wohl jetzt bald dran sein könnte. Ja, und wie soll man sagen, man ist ja sozusagen in seiner Persönlichkeitsentwicklung auch manchmal an einem Punkt, wo die Mittel und Möglichkeiten auch beschränkt sind, beziehungsweise man gibt das weiter, was man selber erfahren hat. Und deswegen habe ich natürlich insbesondere am Anfang meiner Tätigkeit im Vertrieb, auch wenn ich das neuen Leuten jetzt beibringen wollte, dieses Direktkontakt, ich konnte es ja, habe ich dann natürlich auch immer zu denen gesagt, so, jetzt gehen wir mal raus, so, wir machen das jetzt mal, das bringe ich dir bei, das ist doch bestimmt auch was für dich, das kannst du auch. Kennt ihr das, dass den Leuten so einreden, so drüber stülpen? Ja, und die sind natürlich dann auch mit mir mitgekommen. Und ich hatte natürlich immer dann als Coach das Ansinnen, dass er oder sie das macht. Und deswegen habe ich denjenigen natürlich jetzt ständig animiert, mach doch mal das Sechs-Stufen-Modell, lächle doch mal jemanden an, mach mal jemanden ein Kompliment, frag mal jemanden nach einem Kaffee, wechsel mal Geld, mach doch mal die Berufswette von jemandem. Der Fokus war immer nur bei demjenigen, was zu einer gewissen, na sag mal, Steife geführt hat, zu einer gewissen Befangenheit. Die Partner wussten immer, oh, jetzt bin ich dann dran oder ich bin bald dran. Und deswegen, ich sag mal, die waren nicht unbedarft, die waren nicht frei. Und heute, wenn ich also jemandem das Thema Direktkontakte beibringen möchte oder auch nahebringen möchte, wenn ich ihn oder sie dafür begeistern möchte, und das ist jetzt mein konkreter Tipp an euch, die ihr Führungskräfte seid und die dieses Thema auch ins Team duplizieren wollt.
Wenn ihr Leute habt, denen ihr das beibringen möchtet, dann, und jetzt kommt, das ist wirklich straßenschlau, es soll euch wie Schuppen von den Augen fallen, dann macht bitte eins nicht, sagt nie zu den Leuten, komm, wir gehen heute mal raus, wir machen mal Kontakte, und zeigt auch nicht, oder sagt auch nicht, ich zeig dir mal, wie es geht. Sondern, und das ist so ein bisschen, das ist das, was ich meine mit straßenschlau, wenn ich heute einen neuen Partner hätte, dem würde ich sagen, hey Fritz, Franz, Inge, Sepp, Franziska, lass uns doch heute Nachmittag mal ein Treffen, ich lade dich auf ein Cappuccino ein und lass uns doch mal ein bisschen Planung machen, wie so die nächsten Tage, Wochen und Monaten sozusagen verlaufen werden. Also, genau zuhören. Ich lade dich auf einen Kaffee ein. Kaffee wird immer gern getrunken, ja, das wisst ihr. Und Planung machen die Leute ja auch immer gern. Unter uns Klosterschwestern können wir ruhig mal offen sein. Also, wenn ihr ankündigt, Planung zu machen, das finden eure Leute natürlich viel, viel geiler oder viel, viel cooler, als wenn ihr sagt, komm heute Nachmittag, wir gehen mal raus und dann machen wir mal richtig Kontakte, dass die Heide wackelt. Ja, also Planung und Kaffee trinken, das macht ja jeder gern. So, und dann bist du schlau als Führungskraft, dann bist du straßenschlau, dann bist du turboschlau. Wenn derjenige dann kommt, dann sagst du, pass auf, ich habe uns schönes Kaffee ausgesucht, lass uns dort und dort hingehen. Und während ihr dort Kaffee trinkt, beziehungsweise während du bestellst, wirst du als Führungskraft mit der Bedienung vielleicht schon das ein oder andere Wort mehr reden als üblich. Du wirst so versuchen, so ein bisschen Kontakt aufzubauen. Du wirst dich ganz nett bedanken, wenn sie dir den Kaffee bringt. Du wirst vielleicht zwischendrin noch was fragen, wie auch immer. Und am Ende, wenn du sozusagen die Rechnung bekommst, wirst du zu der Bedienung sagen, Mensch, darf ich Sie bei der Gelegenheit mal was fragen? Die wird sagen, ja. Und du wirst sagen, wissen Sie, mein Kollege und ich, wir haben gerade so ein bisschen philosophiert. Wir sind jetzt hier geschäftlich unterwegs. Wir haben gerade unser Business so ein bisschen geplant. Wir haben gerade gesagt, Sie müssen wir unbedingt mal ansprechen, weil Sie waren so nett bei der Bedienung. Sagen Sie mal, machen Sie es hauptberuflich oder nur nebenbei? Ah, nebenbei, wunderbar. Wissen Sie, der Grund ist nämlich folgender. Wir bauen hier ein neues Geschäft auf oder wir sind derzeit dabei, unser Geschäft zu erweitern und sprechen auf dem Wege mit sympathischen, kommunikativen Menschen, für die es interessant ist, vielleicht ein zweites Standbein aufzubauen oder noch was dazu zu verdienen. Sagen Sie mal, sind Sie mit Ihrem Job hier als Kellnerin verheiratet oder könnte man Sie für was Neues, Spannendes begeistern? Oder könnte man Sie über Ihren Job hinaus für eine andere Branche begeistern? Oder können Sie sich vorstellen, dass Sie Ihr kommunikatives Talent, diese Fähigkeiten, die Sie aus Ihrem Job als Dienstleisterin jetzt hier in der Gastronomie mitbringen, dass Sie die woanders gewinnbringend einsetzen? So, und dann wird diejenige sagen, ja, worum geht's? Und du wirst ihr das sagen, du wirst sagen, Mensch, wir sind derzeit dabei, unser Team hier zu erweitern. Wir sind im Gesundheitsbereich, im Geldgeschäft, im Beauty- und Lifestyle-Bereich, im Bereich Wellness, Happy Aging, Anti-Aging, das, was du halt gerade machst. Und wir suchen Leute, die sich vorstellen können, Team zu betreuen, Team aufzubauen, an dessen Umsätzen zu partizipieren, die sich vorstellen können, da auch eine tolle berufliche Zukunft aufzubauen. Ja, und die Kellnerin wird sagen, wow, das hört sich aber spannend an. Und du wirst sagen, pass auf, ich gebe Ihnen einfach mal meine Karte, da können wir mal telefonieren, wo sind Sie denn erreichbar, Festnetz oder Handy? Und die wird sagen, ja, Festnetz oder mach mal Handy. Und du wirst sagen, das ist die 01, schreibst dir ihre Nummer auf. Und wenn ihr bezahlt habt, dann sagst du zu deinem Partner, der da staunend daneben gesessen ist, sagst, hast du gesehen? Toll, jeder will bei uns hier ein Business mitmachen. Ist das nicht geil? Ja, und während ihr das Café verlasst, wirst du an der Tür zu einem dieser Tische gehen, wo die ganze Zeit jemand gesessen ist, der immer mal so ein bisschen rüber geguckt hat und wirst sagen, Sie, darf ich Sie ganz kurz noch was fragen? Mensch, mein Kollege und ich, wir haben jetzt die ganze Zeit hier gesessen und Sie hatten ja immer so rüber geguckt und ich hatte auch immer so rüber geguckt und ich habe schon gedacht, ich kenne Sie. Jetzt, wo ich Sie aber aus der Nähe sehe, stelle ich fest, ich habe mich getäuscht. Nichtsdestotrotz mal eine Frage. Sie haben immer so sympathisch rübergeschaut und dann habe ich mir gedacht, ich muss Sie einfach mal ansprechen. Ich konnte jetzt einfach nicht hier rausgehen, ohne dass ich mal zu Ihnen Hallo sage. Und derjenige wird sagen, ja, warum denn? Und du wirst sagen, wissen Sie, ich bin selbstständig, ich bin Unternehmer und immer wenn mir jemand sympathisch auffällt, dann gehe ich gern den direkten Weg, um mal über die geschäftliche Zusammenarbeit zu sprechen. Ja, wir haben da super gute Erfahrungen damit gemacht. Sind Sie denn hier aus der Region? Darf ich fragen, was Sie beruflich machen? Und derjenige wird sagen, ja, ich bin
Verkäufer im Einzelhandel. Und du wirst sagen, Mensch, das ist ja ein ganz toller Job, hat man mit vielen Menschen zu tun, da machen wir fast das Gleiche. Ja, ja, wieso, was machen Sie? Ja, wir sind im Vertrieb tätig oder im Network Marketing und wir sind derzeit dabei, hier neue Teams aufzubauen. Unser Thema ist Beauty, Lifestyle, Wellness, Geldgeschäft, was auch immer euer Geschäft dann sein mag. Und ja, wir haben ganz gute Erfahrungen gemacht, auch mit Quereinsteigern, die sich hier auch nebenberuflich ganz guten Euro dazu verdienen können. Ganze funktioniert mit 8 bis 10 Stunden freier Zeiteinteilung pro Woche. Macht Sinn, dass wir uns unverbindlich mal unterhalten? Und derjenige wird sagen, ja, ich bräuchte schon noch ein paar Infos dazu. Und du wirst sagen, die würde ich Ihnen ganz gern geben. Hier ist schon mal meine Karte, damit wir mal telefonieren können. Wo sind Sie denn erreichbar? Festnetz oder Handy? Und derjenige wird sagen, ja, Festnetz. Und dann wirst du sagen, okay, das ist die 0XYZ und derjenige wird dir seine Nummer aufschreiben. Und du wirst sagen, hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Ich würde mich die nächsten Tage mal melden und dann erklären wir Ihnen mal ganz genau, wer wir sind, was wir tun und was es eventuell für Sie zu tun gibt. Und wenn das Gespräch positiv verläuft, vielleicht mache ich Ihnen ein richtig tolles Angebot. Wollen wir so verbleiben? Und derjenige selber wird sagen, ja, okay. Du gehst aus diesem Café hinaus, sagst zu deinem neuen Partner, ist das nicht geil? Schon der zweite, mit dem wir gesprochen haben, ja, jeder will hier mitmachen. Ja? Der nächste, der dir entgegenkommt, das ist vielleicht ein Typ, der sportlich aussieht. Du gehst zu ihm hin und wirst sagen, hallo, darf ich Sie kurz was fragen? Wissen Sie, ich konnte Sie nicht vorbeigehen lassen. Ich habe gerade zu meinem Kollegen gesagt, Sie müssen mir unbedingt mal ansprechen, weil Sie sind so sportlich und so dynamisch unterwegs. Derjenige wird sagen, ja, aber warum denn? Und dann sagst du, wissen Sie, wir arbeiten in der Branche, da geht es um Vertrieb, da geht es um Verkauf, da geht es um Kommunikation, da geht es darum, Ziele zu erreichen. Also alles, was so Thema Selbstständigkeit betrifft. Und wir haben mit Sportlern sehr gute Erfahrungen gemacht, weil das Leute sind, die diszipliniert sind, die Ziele haben, die fokussiert und diszipliniert auch auf Zielerreichung hinarbeiten. Und ja, das ist genau dasselbe, was man bei uns hier in der Branche braucht, um erfolgreich zu werden. Und derjenige wird sagen, worum geht's konkret? Und du wirst ihm das in 3, 4 Sätzen erklären, weil du eine coole Elevator-Pitch hast. Derjenige schreibt dir seine Telefonnummer auf und du wirst sagen, Mensch, ich melde mich die nächsten Tage mal. Hat mich gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Und zu deinem neuen Partner wirst du sagen, hast du das gesehen? Das ist schon der dritte. Innerhalb von einer Stunde, wie geil ist das denn? Jeder will das machen, was wir hier machen. Und während ihr ins Parkhaus geht und schon im Einsteigen in euer Auto inbegriffen seid, wird am Nachbarauto parkt gerade irgendein tolles neues Auto ein. Eine tolle, gut aussehende, dynamische junge Dame steigt aus diesem Auto aus und du bist schon fast in dem Auto eingestiegen bei dir. Du gehst nochmal zurück und sagst, hallihallo, darf ich Sie kurz noch was fragen? Wissen Sie, ich bin hier gerade mit dem Kollegen, wir sind gerade am Fahren gewesen, aber Sie haben gerade so nett rübergeschaut und Sie fahren auch ein tolles Auto, Mensch, dürfen wir mal ein Kompliment machen? Ja, tolles Auto. Und die Frau wird sagen, ja, vielen Dank. Und du wirst sagen, Mensch, was muss man denn machen, dass man so ein tolles Dreier BMW Cabrio oder so ein Mercedes XYZ fährt? Und die wird dir sagen, ja, ich bin selbstständig, ich habe eine eigene Werbeagentur. Und du wirst sagen, wow, Unternehmerin. Und sie wird sagen, ja, genau. Und dann sagst du, Mensch, wie lange machen Sie das schon? Und die wird dir vielleicht sagen, ja, 5 oder 6 Jahre. Und du wirst sagen, Mensch, das ist ja cool. Wissen Sie, warum ich Sie anspreche? Wir sind selber auch Unternehmer. Wir haben jetzt zwar nichts mit Werbung zu tun, aber Sales, Recruiting und Marketing, das sind so unsere Top-Themen, die wir jeden Tag beackern. Frage mal, ist es denn für Sie als Unternehmerin interessant, vielleicht ein unternehmerisches Existenzsicherungskonzept zu installieren oder vielleicht mit regionaler Arbeit, mit ihrem unternehmerischen Know-how an internationalen Umsätzen im Bereich Beauty, Lifestyle, Geld, Kryptowährung, was auch immer ihr dann gerade macht, zu partizipieren? Wäre sowas ein Gesprächsthema für Sie? Diejenige wird sagen, ich kann mir jetzt nichts drunter vorstellen. Ich sage, ist auch ein bisschen schwer zu erklären jetzt auf eine Minute. Ich gebe Ihnen einfach mal meine Karte mit und damit wir uns mal austauschen können, ich würde Sie gerne mal anrufen, wo sind Sie denn erreichbar, Festnetz oder Handy? Und diejenige wird sagen, ich habe eine Karte. Dann sagst du, okay, ich stecke mir Ihre Karte ein. Du wirst dich von ihr verabschieden und du wirst letzten Endes deinem Partner sagen, hast du das gesehen? In 1 Stunde, 5 Minuten, 4 Nummern ganz nebenbei. So,
Und derjenige wird staunen und du wirst nicht zu ihm sagen, das kannst du auch, das musst du machen, sondern du wirst wissen, der Fokus liegt immer nur auf dir, auf dem, was du vormachst, auf dem, was du vorlebst. Und wenn du dieses nächste Mal mit dem neuen Partner triffst, dann wirst du sagen, lass uns doch eine Tasse Kaffee trinken, lass uns ein bisschen Planung machen. Und während ihr das macht, ja, wirst du wieder 3, 4, 5, 6 Kontakte machen und zwar ganz nebenbei und wirst sagen, ist das nicht geil, ist das nicht der Hammer? Und wenn ihr nach Hause fahrt, wirst du wieder nicht sagen, das machst du auch, das ist doch was für dich, das kannst du auch. Sondern du wirst dich noch ein drittes Mal mit ihm treffen oder mit ihr und wirst während, du wirst natürlich ankündigen, dass ihr Planung macht, ganz klar. Und während ihr Planung macht, während ihr shoppen geht, während ihr über Gott und die Welt redet, wirst du 3, 4, 5, 6 Telefonnummern irgendwo generieren, wirst einen riesen Spaß haben und wirst am Ende sagen, ist es nicht geil? Jeder will bei uns mitmachen, das ist doch der Hammer. Und am Ende kannst du noch sagen, im Übrigen, das hätten auch deine Kontakte sein können. Weißt du das eigentlich? So, was ist die Moral von der Geschichte? Natürlich, der Spruch am Ende ist schon so ein bisschen suffisant auch gemeint für jemand, der immer nur dabei steht und zuguckt, den dann mal mit Schirmscham und Melone darauf hinzuweisen, ey Mensch, das hätten auch deine Leute sein können, jetzt muss ich sie in mein Team sponsern oder rekrutieren. Aber das Entscheidende ist, ich wollte euch jetzt eigentlich gar nicht vormachen, wie locker fluffig Direktkontakte zu machen sind, sondern ich wollte euch mit diesem Video klar machen, dass ein Leadership, ein wahrer Leader immer nur selber vormacht und niemals anordnet, jemand anderen etwas zu tun, sondern das Entscheidende ist, du musst einen Sog erzeugen. Du musst deinen Partner das erleben lassen. Der muss es sehen, dass es bei dir funktioniert. Der muss sagen, wow, das geht ja total einfach. Das ist ja richtig cool. Das will ich auch können. Und wenn dieser Samen gesteckt ist, wenn der Partner dann sagt, hey, das ist cool, das interessiert mich auch, dann kannst du zu ihm sagen, okay, jetzt gehen wir mal los, jetzt machen wir das mal zusammen, jetzt lerne ich dir das auch. Dann kannst du die Daumenschrauben dann auch so ein bisschen anziehen, dann kann man ein bisschen sportiver sein und dann kann man auch mal ein bisschen Gas geben. Aber am Anfang funktioniert das immer nur über Sog, über Begehrlichkeit und vor allen Dingen über Spaß, über wilden Spaß. Das heißt, wenn ihr zusammen unterwegs seid, schaut, dass da der Bär im Kettenhemd tanzt, dass das Magic Moments sind und dass es richtig, richtig viel Spaß macht, mit dir als Führungskraft unterwegs zu sein und auch neue Kontakte zu machen. That is the only way aus meiner heutigen Erfahrung und ich würde es nie wieder anders tun. In diesem Sinne, ich hoffe, dass ich dir jetzt ein bisschen Inspiration geben konnte, wie du als Führungskraft genau das in dein Team reinbringst. Das hat übrigens nichts mit Direktkontakten zu tun, das funktioniert für alle anderen Dinge genauso. Telefonieren, Empfehlungen holen, Produktpräsentation, alles, was man sich vorstellen kann. Du wirst immer an dem gemessen, was du selber tust und an dem Sog, den du selbst als Führungskraft erzeugst. Im Übrigen, wer sich von euch fürs Thema Direktkontakte interessiert, der Link zu unserer Seminartour ist hier unter dem Video drunter. Schaut einfach vorbei. Ich würde mich freuen, riesig freuen, gigantisch freuen, den einen oder anderen vielleicht sogar mit Team begrüßen zu können. Und ja, ansonsten, was bleibt noch zu sagen? Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal vom Rekrutier hier bei YouTube. Werdet Fan bei Facebook und freut euch schon aufs nächste Video. Bis dahin, euer Rekrutier.